Und willkommen zu einer neuen Folge Demon's Souls. So, ich habe das jetzt endlich geschafft mit dem Katapult. Habe hier noch ein paar Mal rumprobiert und naja, man kann dann, wenn man hier vorbei ist, dann auch hier den Hebel einschalten, dass das Ding hoffentlich nicht mehr schießt. Ich habe es noch nicht probiert, aber es sieht aus, als wenn es außer Gefecht gesetzt worden wäre. Genau, Leute. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir haben jetzt wieder viele offene Wege. Und ja, müssen wir mal schauen. Ich glaube, da oben sieht es mir eher wie ein Bossraum aus. Ja, müssen wir mal schauen. Und ein Haufen Leichen sind da. Irgendwas ist da oben. Das müssen wir mal dann schauen. Jetzt gehen wir mal hier lang. Können wir hier was machen? Okay, passiert nichts. Dann können wir auch den ganzen Loot jetzt gleich mitnehmen. Und dann mache ich gleich mal das Bildmachgerät an. Genau. Und wenn es euch gefällt, Leute, lasst bitte ruhig ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Alles gern gesehen. Genau, so Kriegerseelen. Ring der listigen Ratte. Okay. Seele. Seele. Meine Seelen. Okay, wir schauen mal, was das für ein Ring ist. Ring der listigen Ratte. Erhöht Angriff bei 30% oder weniger TP. Okay. Okay, jetzt schauen wir doch mal. Aktuell bin ich Stufe 29, glaube ich, müsste es sein, oder? Ja, Seelenstufe 29, Leute. Und dann schauen wir doch mal hier rechts rein. Nachricht lesen. Halte Ausschau nach Pfad. Okay. Okay, hier scheint man nichts machen zu können. Dann gehen wir mal hier hoch. Auf der anderen Seite waren wir übrigens gerade oben. Also bevor ich wieder die Aufnahme eingeschaltet habe, haben wir hier das bekommen. Gewand des kaiserlichen Spions. Können wir eigentlich mal ansetzen, weil es eigentlich nur Feuerschaden, was da anders ist. Mit Feuer haben wir hier in dem Level noch nicht viel zu tun gehabt. Und hier die Maske. Okay, das ist überall besser. Schaut auch nicht schlecht aus. Ein bisschen Ninja-mäßig. Irgendwie sind wir schneller, oder? Ich bin müde, okay. Genau, da auf der anderen Seite waren wir vorher gerade. Person war das hier Sklitzhand, okay. Diese Person ist schmutzig. Okay, das schaut aus wie ein Gegner. Greif an. Okay. Kann man die angreifen? Ja, okay, die hat auf jeden Fall. Hoffnungskerker Spezialschlüssel. Okay. Es könnte jetzt vielleicht Schlüssel zu den NPCs sein. Das bedeutet, wir gehen auf jeden Fall unten jetzt mal nicht durch das große Tor, sondern schauen jetzt nochmal, ob wir die NPCs finden.
Ach du Scheiße. Irgendwas ist hier unten. Au! Nee, das wollte ich nicht! Okay, das scheint aber jetzt nur ein Ding zu sein, dass ich rein kann. Ein Phantom. Mondlichtsteinklumpen. Was machen wir? Komm, wir probieren es einfach mal. Egal, wenn wir sterben, sterben wir. Boss-Time in Demon's Souls. Ich bin gespannt, wie der Boss heißt. Nibelus schreiten, okay. Mach mal die Cam aus. Scheint eine Magierin zu sein. Okay, das sind mehrere. Okay, das ist er nicht, das ist ein Götzenbild. Alter. Alter Schwede, okay. Da müssen wir vielleicht mit Magie von der Entfernung arbeiten. Aber okay, gut. Wir gehen jetzt nochmal zurück. Ich weiß den Weg nämlich schon. Ich mache das Bildmachgerät wieder an. Wie wir dort am schnellsten hinkommen. Dann können wir aber noch auf die andere Seite vom Turm schauen, weil da habe ich nämlich noch einen Weg gesehen. Wir lassen die Gegner jetzt hier mal stehen und rennen hier einfach durch. Was sind die hier? Die müssen wir machen.
Genau. Dann gehen wir hier weiter. Den Weg zum Boss kenne ich schon mal, aber ja, die anderen Wege halt noch, die müssen wir halt noch suchen, wo die ganzen NPCs waren. Nein! Alter! Mann, wird die vorher so gut durchgekommen? Da muss ich den wirklich wegmachen. Kommt die jetzt hier raus oder nicht? So, einer hinter mir steht von denen. Sollen wir auf die hier noch warten? Ach, geht die erst da hinten lang. Okay. Ich gebe immer ganz genau aus, dass er gerade keinen Angriff ausführen kann. Okay. Wäre es geiler, wenn es irgendwie einen anderen Weg noch geben würde. Einen kürzeren. Okay, machen wir den down, ist besser. Ja.
sieht er mich nicht, oder was? Okay, und zwar auch geht. Hat die Rüstung da irgend so einen Wert drauf? Resistenzen, okay. Sehe jetzt hier eigentlich nichts, muss ich sagen. Ich hoffe bloß, dass das blöde rote Phantom jetzt nicht mehr da ist. Okay, das hoffentlich schießt es jetzt nicht mehr. Da drüben ist auch noch was, das könnte man dann später noch holen. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie ich dann wieder hochkommen soll. Ich kann mal rüber schauen, ob es irgendwie einen Weg wieder hoch gibt. Das schauen wir uns später an. Okay, da waren wir. Jetzt gibt es hier nämlich noch einen Weg. Und zwar hier raus. Ich weiß, glaube ich, noch gar nicht. Vielleicht gibt es hier irgendwie einen Shortcut oder so. Obwohl es hier alles ein bisschen komisch aussieht. Nachricht lesen. Schlechte Zeit für Rollen. Warum? Warum schlechte Zeit für Rollen? Boah. Was? Zeit für ein Risiko eingehen. Okay, ich habe nicht so viele Seelen. Wenn sie verloren gehen, dann gehen sie verloren. Irgendwie ein ganz, ganz komisches Gefühl gerade. Hier waren wir auf jeden Fall schon mal von der anderen Seite, glaube ich. Verstehe ich nicht. Oh, der trifft mich sogar. Warum trifft er mich denn? Verstehe ich nicht. Sag mal, können wir hier was mit Pfeil und Bogen machen? Gar nicht so ein Bogen. Wir hatten ein geiler Shortcut. Wenn man hier das irgendwie öffnen könnte, aber wie? Wieder.
Aber man kommt jetzt hier nicht rein, gell? Keine Möglichkeit, irgendwie zu öffnen oder so. Schade, aber irgendwas ist hier auf jeden Fall, weil irgendwie muss man ja an die Gegner rankommen. Nachricht lesen. Visionen von Jäger. Schade, schade. Okay. Wem kämpfen die denn da immer? Das würde mich auch mal interessieren. Okay. Jetzt weiß ich halt nicht, ist dieses blöde Phantom jetzt weg? Scheint so. Okay, dann würde ich sagen, probieren wir es nochmal. Musste was, glaube ich, mit den Säulen ein bisschen spielen. Bildmachgerät jetzt mal aus. Der ist er nicht. Alter. Alter! Was ist da los? Heftig. Ja, man muss sich mehr hinter den Säulen verstecken. Dann funktioniert es auch. Aber erstmal gar nicht so leicht, dass die einen wirklich nicht treffen. Gar nicht so einfach. Aber wir probieren es jetzt einfach nochmal.
Na, schauen wir mal, kommt's jetzt? Glaubt, die darf ja keine Sichtlinie zu mir haben. Das mit die mit dem. Das Problem ist gar nicht der. Den Zauber, was er macht, sondern das Ding, was er auf den Boden schmeißt, dass ich da so gestunt bin. Schauen wir, geht's denn hier eigentlich lang? Ah, da unten sind wir vorher fast gestorben. Ja, Gott sei Dank kommt das blöde Phantom nicht mehr. Okay, Leute, dann letzter Versuch für die Folge. Wenn nicht, dann schauen wir in der nächsten Folge weiter. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir hier noch einen Haufen zu tun haben in dem Gebiet.
Okay, wir gehen gleich mal weg. Dass ich da jedes Mal reinrenne. Alter, mit einem Schuss, was ist da los? Oh. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, machen wir aber an der Stelle Schluss und schauen in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich muss mal schauen, vielleicht kann ich irgendwie noch ein bisschen hochleveln oder so. Wir schauen einfach in der nächsten Folge. Gut, Leute, dann bedanke mich fürs Zuschauen. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.